Hallo zusammen, ich bin Isabel und herzlich willkommen bei Mom & Market Mondays. Es ist wieder der erste Montag im Monat und zusammen mit Martin haben wir uns mal das Marktgeschehen der letzten Wochen genauer angeschaut. Die Zinsen der 10-jährigen Anleihen in den USA sind ja zuletzt relativ stark auf über 1,7% gestiegen. Da stellt sich natürlich die Frage, wie die aktuelle Situation für Inhaber langfristiger Obligationen in den USA jetzt genau zu beurteilen ist. Was in Amerika geschehen ist mit den Zinsen, ist eigentlich ziemlich dramatisch. Im letzten November noch waren die Zinsen der 10-jährigen Staatsanleihen in Amerika bei 0,7%. Gestern waren sie 1,7%, 1% mehr. Das hört sich zwar nicht nach so viel an, 1% mehr, aber Personen, die Kredite aufgenommen haben oder jetzt Kredite aufnehmen wollen, zahlen mehr als doppelt so viel an Zinsen, wie sie das noch im November tun mussten. Nun, wen trifft das am härtesten? Das sind zuerst einmal diejenigen Personen oder auch eben Firmen, die viele Schulden aufnehmen müssen, weil sie zum Teil Verluste machen. Das sind insbesondere die Technologietitel. 80% der Highflyer-Aktien, die am meisten genannt wurden im letzten Jahr im Technologiesektor, schreiben keinen Gewinn und müssen ihre Verluste mit Krediten finanzieren. Diese sind nun mehr als doppelt so teuer. Eine weitere Auswirkung von den höheren Zinsen ist es, dass der Goldpreis zu sinken beginnt. Warum das? Gold ist der direkte Konkurrent zu Staatsanleihen. Wenn man jetzt mit Staatsanleihen wieder mehr Geld verdient, mehr Zins kriegt, werden Leute motiviert, Gold zu verkaufen und in Staatsanleihen zu gehen. Darum sieht man normalerweise, wie auch dieses Mal, bei steigenden Zinsen einen sinkenden Goldpreis. Und was damit auch zusammenhängt, ist ein stärkerer Dollar. Da man in Amerika wieder mehr Zinsen bekommt, wesentlich mehr als in Europa, schichten Leute um von europäischen Obligationen auf amerikanische Obligationen, was einen höheren Dollar mit sich bringt. In der Corona-Krise hat ja die US-Notenbank wirklich alles getan, um Aktien- und Obligationsmärkte zu stützen. Wie verhält sich denn die US-Notenbank jetzt? Wie sieht das Ganze jetzt aus? Eigentlich haben alle erwartet, dass die Notenbanken sich verhalten wie bisher. Die Covid-Krise wütet noch, die Spitäler sind zum Teil überfüllt, Lockdowns werden angekündigt, wieder zusätzliche. Und die Notenbanken haben bisher all diese Maßnahmen unterstützt mit einer lockeren Geldpolitik, so ein bisschen nach dem Motto «Whatever it takes», wir unterstützen, dass die Märkte nicht runtergehen. Mit all dem hat man erwartet, dass das weitergeht. Aber das Gegenteil ist geschehen. Weil die Zinsen so stark angestiegen sind und die Auswirkungen, wie ich im Video vorhin gesagt habe, relativ groß sind, hat man erwartet, dass die Notenbanken in Amerika jetzt beginnen, langfristige Staatsanleihen zu kaufen. Dies würde den Zins wieder etwas runterbringen und würde die Obligationenmärkte entspannen. Das ist aber überhaupt nicht geschehen. Die Notenbank hat angekündigt, dass sie das Wachstum zwar anerkennt, aber ein Überschießen zulässt und hat keine solche Käufe angekündigt. Das hat die Märkte nicht gerade in Panik versetzt, aber hat wieder zu stärkeren Zinsen geführt. Was im Weiteren noch dazu kam, ist, dass die Geschäftsbanken in den USA seit dem Ausbruch der Covid-Krise die Möglichkeit hatten, amerikanische Staatsanleihen zu kaufen, ohne die mit Sicherheiten hinterlegen zu müssen. Und dieses Programm lief Ende März aus. Und alle, wirklich alle, haben erwartet, dass die Notenbanken dieses Programm weiterführen. Auch das haben sie nicht gemacht. Darum mussten auch letzte Woche noch viele Geschäftsbanken amerikanische Staatsanleihen verkaufen, was die Zinsen zusätzlich auch noch in die Höhe getrieben hat. Für uns ist, was hier geschehen ist von der Notenbank, der Beginn eines klaren Strategiewechsels. Die Notenbanken haben im letzten Jahr mehrheitlich dafür gesorgt, dass die Börsen nicht abgestürzt sind und die Wirtschaft bisher so gut durch die Krise kam. Darum ist es so wichtig, jetzt zu beobachten, wie sie ihre und wann vor allem sie ihre Strategie ändern und sich wieder auf die Nach-Covid-Strategie zurückziehen. Wir denken, in Amerika hat das die letzten Wochen begonnen. Dies bedeutet auch einen völligen Strategiewechsel dann in der Asset Allocation, zu dem ich aber später noch gerne etwas sagen möchte. Die US-Notenbanken stecken also in einem Dilemma. Man erwartet eine steigende Inflation,
Dies müsste dann eigentlich die Zinsen nach oben bringen. Zu hohe Zinsen sind aber wiederum Gift für die Obligationspreise und auch dann negativ im Hinblick auf die hohe Verschuldung. Welche Hinweise siehst du denn tatsächlich für eine steigende Inflation? Die amerikanische Notenbank ist wirklich in einem Dilemma. Denn die vorausschauenden Wirtschaftsindikatoren, der Einkaufsmanager-Index, zeigen aktuell sehr hohe Werte an. Das ist eigentlich für die Allgemeinheit sehr gut, weil es heißt, dass die US-Wirtschaft mit Vollspeed aus der Krise herauskommt und alle sehr optimistisch sind und Firmen wieder beginnen zu investieren. Schon das wäre eigentlich gefährlich bezüglich der Inflation, wenn das Wachstum so stark zurückkommt. Dem aber nicht genug. Jetzt kommt noch der neue US-Präsident Biden mit einem Covid-Unterstützungsprogramm von 1,9 Billionen US-Dollar. Das ist ein riesiges Konjunkturunterstützungsprogramm, das jetzt zusätzlich zu der laufenden Wirtschaft noch kommt. Und gerade gestern oder vorgestern hat er ein zweites Programm angekündigt, 2,3 Billionen US-Dollar in Infrastrukturmaßnahmen. Also wir haben jetzt eine gut laufende Wirtschaft, die gut aus der Krise kommt, plus zwei Konjunkturpakete, die es in dieser Größenordnung noch nie gab. Die US-Notenbank hatte praktisch keine Möglichkeit. Sie musste ihre Strategie jetzt ändern. Die Gefahr, dass die US-Wirtschaft jetzt überschießt mit diesen zwei Konjunkturunterstützungsprogrammen, ist so hoch, dass sie jetzt beginnen mussten, von ihrer Strategie abzuweichen und die Nach-Covid-Strategie bereits wieder einzuleiten. Was hier noch wichtig ist, wir sprechen über die US-Notenbank, über die amerikanische Wirtschaft. In Europa ist die Situation noch ein bisschen anders. Hier sind die Notenbanken immer noch im ganz klaren Modus, alles zu unterstützen. Darum haben wir auch die sehr spezielle Situation, dass die Börsen in Europa eher am Steigen sind und in Amerika vor allem auch Technologiebörse stark unter die Räder kommt. Nun aber bezüglich Inflation. Inflation kann sich weltweit ins System einbinden und wird natürlich von Amerika, das eine der größten oder die größte Konsumwirtschaft ist der Welt, mehrheitlich getrieben. Wir haben viele Firmen gesehen, zum Beispiel jetzt im Stahlbereich, die haben ihre Lager geleert, die Produktion runtergefahren, haben aus Stahl aus ihren Lagern genommen und haben keine neuen Stahllieferungen bestellt. Was jetzt geschieht, ist, dass alle gleichzeitig zusätzlichen Stahl bestellen, dass die Hersteller nicht genügend schnell produzieren können, das heißt, die Lieferzeiten nehmen zu und die Preise steigen. Nicht nur bei Stahl so, auch bei anderen Rohwaren sehen wir dieses Phänomen. Es kommt jetzt also relativ schnell Inflation in das System rein, getrieben durch Amerika, wird aber natürlich auch Europa entsprechend treffen. Also die Inflation wird eines der größten Probleme sein, die uns in den nächsten Monaten oder ein, zwei Jahre beschäftigen wird. Zum Schluss die beschriebene Situation von dir gerade. Was bedeutet diese Entwicklung jetzt genau für uns Anleger? Geht die Börsenparty weiter wie bisher oder drängen sich jetzt Änderungen in die Anlagestrategie auf? Die Notenbanken sind im Moment eines der wichtigen Akteure an den Märkten. Durch ihre Politik haben sie dafür gesorgt, dass die Börsen nicht eingebrochen sind in der Covid-Krise und an ihr hängt im Moment sehr viel. Dieser Strategiewechsel, den wir sehen von der US-Notenbank, nehmen wir zum Anlass, unsere Portfolios nun relativ radikal umzuschichten. Wir haben bereits ein bisschen im November damit begonnen, aber erhöhen jetzt die Geschwindigkeit. Wir denken, dass die Gewinne der letzten Jahre, insbesondere Technologietitel, jetzt etwas korrigieren sollten oder ihr Kurspotenzial ausgeschöpft ist. Vereinfacht gesagt, die sogenannten Stay-at-Home-Aktien, Amazon, Netflix, diese Aktien haben ihr Kursziel mehr als erreicht und wir denken, dass diese Aktien konsolidieren, wenn nicht sogar an Wert verlieren werden. Auf der anderen Seite sind die sogenannten Reopening-Stocks, also alle Firmen, die profitieren, wenn die Wirtschaft nach Covid wieder den normalen Lauf nimmt. Diese Aktien wurden in den letzten Jahren überhaupt nicht gesucht, haben viel Wert verloren und wir denken, dass diese Aktien jetzt wieder kommen werden. Das sind insbesondere zyklische Aktien und dazu gehören aber auch die meisten Value-Aktien, Substanztitel. Es ist also jetzt die Zeit,
die Gewinner des letzten Jahres oder der letzten 2-3 Jahre zu verlassen und auf eine neue Anlagestrategie zu setzen, die auf Value-Titel geht. Dazu gehört auch etwas Commodities, Minenaktien, weil diese die Preise erhöhen können. Insbesondere ist es sehr wichtig, jetzt in Firmen zu investieren, die, wenn Inflation kommt, auch die Preishoheit im Markt haben, dass sie die Preise erhöhen können und ihre Margen halten können. Wenn man also noch jetzt nicht umgeschichtet hat, wäre das jetzt der Zeitpunkt, um erste Umschichtungen vorzunehmen und die Gewinne der letzten Jahre zu sichern. Vielen Dank, Martin, für deine Einschätzung des momentanen Marktgeschehens. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne ein Like hinterlassen, gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr zu der momentanen Situation darüber zu sagen habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.